war 9. die Mia, aber er war, sie war 11. Ja, ja. Zeit, die für ganz 1, 12, 15, die dann noch war. Naja, da ist der Unterschied. 12, 4, 12, 15, die wir gerade fahren. Wir 4, 5, wenn die gleiche Zeit, dann haben wir aber keine Chance in der Meisterschaft. Also heute neuen einen noch stärkeren Motor. Der zur Winterklasse ist eher unterwegs, der Mann, der Anfang dieses Jahres. Den Carolina Miller auf dem Alfa Romeo 147 JDD, also auf dem Alfa Romeo Diesel. Und in dieser Klasse wird es wechseln schon wieder einmal die Klasse. Und wir wechseln dieses Mal nicht nur die Klasse, wir wechseln auch die Wertungsgruppen. Kommen zu FS Freestyle D1 Berger und das DMSB D1. Die Klasse 21 im Subaru Impreza 10725 für ihn und er führt vor Armin Banz 10981 und Josef Koch, die beiden Schweizer. Im Renault R8 Guardini. Das Ergebnis ist die Eine Top-Zeit in die Bahn zu nehmen, 1.077. Der später unterwegs ist die Denise Bubila, also eine weitere Dame in diesem Wettbewerb. Die startet mit einem Racing Club Airbag, kommt aus Alpes in der Nähe von Luzern, ist Flieger-König. 1 Minute 16.75 für den VW Golf Piloten, 1.16.75 Stefan Zeit bis hinauf zur Antoniusgruppe, also im Bereich der großen Zuschauer, wie sie Abwechslung zur entspannenden Winter. Einen weiteren Rennsport frönt, nämlich dem Hornschlitten-Rennen fahren. Ansonsten verweist er gerne mit dem Wohnmobil, arbeitet am Eigenheim. 1.12.03, Nikolas Reiter hat hier im Bundesquad mit 1.13.09. Christoph für den Renault Clio Piloten aus der Schweiz, 1.15.53 für Hansi Eller im Ford Escort 141. Im Moment an der Spitze dieser Sprecherkabine. Dann Startwiederholung für die 95. Wir haben gewonnen, die Höhle in Boden mit Rundenstoppkeule, wenn er da starten darf. 19,73 Sekunden. Ein weiterer BMW-Tick für den Ferrari. 1.17.54 für die Startnummer 91, René Blum. Auch für den Audi RS2 vorliegen aus dieser Klasse über 2015 zu Mitte. RC, der Mann, er hat Allrad-Erfahrung, er hat Turbo-Erfahrung und die bringt er mit von seinem Mitsubishi Lancer EV8, den er bisher eingesetzt hat, erstmals in Mikau. Maserati Crashbot Trofeo 1.17.99. Fahrzeug kommen, die Klasse 27 mit Überblick, Jan Tschermak, der führende Mann, 1.02.99 und er fliegt es hingelegt, hingezaubert auf diese noch feuchte Piste. Mit der
Startnummer 570, der Attersheimer im Peugeot 106 Rallye. Thomas Schmidt, 95 im BMW, E30. Ja, und jetzt ist er da, der schon. In der Gruppe 1 bis 1600 Kubikzentimeter, Davide Dacri von Cosenza Motorsport im Citroën Saxo. 30 für Luigi Dacri und jetzt auf der Strecke Davide Dacri. Der Startnummer 567, der Bernhard Gastler vom MSC Rotteneck aus St. Ludwig bei Steyr. Die Honda Civic Type R. Der Steirer aus Schonleiten im Honda Civic Type R. Es hat nämlich Familie, ganz klar, sein Jodler Club macht. Der gehört dazu, der Jodler Club, nämlich in Oberhofen. Er betreibt seit 2006 Motorsport und hat der 27-Jährige. Eben vom DMV-Team der Cup unterstützen Renault Williams Bibel in der Müller, also Automobilsportclub und ADAC Ortsgruppe Westallgäuer Automobilclub dazu gekommen ist. Das Gesamtsiege hat er in seinem Besitz. Ja, und war hier bestens aufgelegt bisher, blendend unterwegs. 13 zu einem Rahmen der Klasse mit dem 8-Ventiler. Eichhörn, das war vor rund 10 Jahren, nämlich im Jahre 2004. Und wir haben auf gesamt rund vor 10 Jahren diverse Klassen und Gruppen sind hier aber vorzuweisen. Diverse mittlerweile Meistertipps mit 1.07.96. Und auf Start jetzt mit der Startnummer 5.9. Bundesweiler im Peugeot 306S. Vor Guido Beste mit 1.13.33. Rudi Picciato, er verbessert seine Zeit um über 7 Zehntel. Alters Punktekonto im traditionellen NSU-Bergpokal, den es mittlerweile auch über 10 Jahre gibt, nochmals aufzubessern. Thomas Christoffer hat der 36, der Mann, der auch einen Weltrekord hält für Wasserstofffahrzeuge, nämlich einen Geschwindigkeitsweltrekord. Dann Rudi Picciato in Mitsubishi, Fahrsteller 1.07.03. Im Fiat 127 Sport und die zweite Position holt sich im Moment Thomas Stellberg im Schneider Polo 16 Ventiler. Also sind wir eben hier unterwegs. Armin ist ein bisschen neu hier im Berglandsport begann mit Schotten davor sein erstes Rennen und beiden Jahren sein Teamkader der Ronny Müller. Sie wollen ja mal ein bisschen Technik und 8 Ventiler wird am heißen Kampf. Das werden wir heute noch alle mitbekommen, wenn dann die nächsten Fahrzeuge auf die Strecke gehen. Schneller geworden am 0,3 Erfolg, ganz sicher der zweite Gesamtrang in der Interswiss Trophy 2012. Stuttgart-Schweizer Gegenstand. Kadetten zum D-Kadett, wir machen das alles jeder Reihe nach. CCC und dann D, der D-Kadett von Lothar Löffler aus Großheirat in der Nähe von 18 IS, mit dem er heuer schon bei Flugwerken dabei gewesen ist, am erfolgreichsten Fahrer am E-Berg mit Rang Nummer 16. Ja, Kfz-Mechaniker aus Wirnsheim, der Mann, der auch Kunststoffteile fertigt mit der Kurzlast oder Ganzspitze und der andere Runde Modelle. Bänder, Ventile gekennzeichnet sind, deutlich gekennzeichnet sind nach außen durch die Farbe Rot, der zieht dann auf den Startnummer. Jawohl, andere Sekunden, 1.07.3. Es sind etwa 200 Pferdestärke geschaltet oder ein 5-Gang-Getriebe aus dem Ford Sierra. Ja, Tuner, Motor-Tuner, das machen Freunde von ihm. Sponsor an Erfolgen, schreibt er auf. Da arbeite ich noch, das ist alles noch im Aufbau. Ja, und sagt ich uns dann noch ein bisschen ausbaufähig von der 79 S aus. Und schneller geworden, deutlich schneller geworden. Bernd Erle, die 323, 1.11.74 für ihn, 1.11.74.
Das bringt Bob Wiesen, ist, der musste sich schlussendlich im letzten Lauf der Martin wirklich beugen. Der musste sich beugen. Mit Telkamp vor dem Mann, der jetzt der Berliner spielt, den blauen M3 DTM in Ford Norman Struckmann im Ford. Den Routinier aus der Dreiflüsterstadt Nassau, Rimmel Mayer am Spießkopf 16 für Tier, 1-10, 68 für Stadt. Schau. Jetzt beginnt hier das Spitzenduell der 1600er Klasse. Der ganze Eifelstab wird Martin Bürki auf die Bahn gehen. Und im Moment Unterbrechung signalisiert, also Tempo runter, abwarten. Das ist geschehen auf der Piste, weil Manfred Schulte unterwegs und Tobias auch unterwegs. Und Manfred Schulte ist oben schneller unterwegs gewesen als Helmut Mayer. 1:09:88. 1:09:88 für Manfred Schulte und Citroën. AXGK ist zu diesem Zeitpunkt die Führung in der Klasse bis 1600 Kubikzentimeter, der gestern ja an der Spitze tief 1:09 gefahren wurde. 1:09:06 durch Martin Bürki und 1:09:07. Deutsche ist momentan der Leader nach dem ersten Lauf mit einer Zeit von 1:14:36. Man würde hier noch einmal ein bisschen zulegen müssen, um diese Führung zu verteidigen, um sie zu behalten. Also, Thomas Rubiller ist da bei unterwegs als erster Starter, der dieses Abschnitt ist. Der hat nichts in der Vortragslook. Wir haben jetzt nicht viel da. Aber jetzt ist es sicher schön. Ja, und da war gar nichts. Da hat er keine Dunkel gehabt. Da war so viel lecker. Seine Sektorzeit, die wir gleich bekommen werden, die liegt bei dem Dieter Rottenberger zum Beispiel bei 18,18. Der Mann, der vor 2 Tagen Geburtstag feiert. So, warten wir auf die ersten Zeiten. Die ersten Zwischenzeiten sind da. Kistner war der schnellste mit 18,84 Sekunden. Wir gehen auf zu Antonius. Aufgebaut nach dem ehemaligen Gruppe 2 Reglement. Dann ist das nicht wieder geworden. Das ist das 1,8 Liter. Er fährt immer noch die schnellste Zeit, 1:07:25, mein Schweizer Kollege. Natürlich, er wird jetzt morgen die Schweiz für den Weg hoch. Sein Fort ist gerade 1:13:09, die 145, 1:13:09. Wir sehen, die weitere Wege hat ihren ermäßigen Startaufstellung kommt aus der Schweiz. Deutsche Meisterschaft. 3 Sekunden, das Startzeichen erhält. Jetzt ist es soweit. Er geht auf die Piste und nach vorne kommt Hansi Miller, der Kfz-Meister aus dem Routinier. Du wolltest jetzt vielleicht den Lauf 1 etwas zu viel. Bin gespannt auf seine Endzeit. Und die haben wir mal gerade. Die Strecke geht, der begonnen hat im Slalom, machen den BMW 320i in der Gruppe G2. Später dann in meinem Kante zu seinem eigenen tatsächlich hinter seine Tochter zurückgerutscht. Bea Flick 1:11:24. Thomas Flicker 1:12:71. Da war sie deutlich schneller um rund 1,8. Den gewinnen konnte beim Saisonauftakt am Schottenring. Dann weiter beim nächsten Lauf in Eschdorf in Luxemburg. Dann noch einmal in Hamburg. Aus der Klasse 14. Jörg Höber, der führende Mann mit 2:30:74. Vor Steffen Hofmann, der zweite ist. Der Mann gerade zu Kottenmeier. 2:04:21 gesagt hat, das ist im Moment die Führung vor Thomas Stellberg. Dann wird hier so ein Spielmann und als nächster Fahrer ist der STD-Liga ausgleichen bei den zusammen mit seinem Spielpartner. Über Slalom kam er zum Motorsport. Er war Gesamtsieger im Kapitalfahrer bis zum 2. im Jahre 2000. 18-facher Berg-Rallye-Cup-Sieger, der Mann aus der Steiermark, der Maurer und Wilhelm von Klasse. Ja, und jetzt machen wir es nochmal hier schwarz auf weiß. Vielen Dank, Thomas Stoll und seinem Bergzeitnahmeteam. Martin Türke in Führung 1:07:70, Rang 2 in Chino Pisano 1:08:37, hinter der Manfred Schulte. Christian Bächle, Ilse Suchi Zwiftsbob im Ziel mit einer Laufzeit von 1:17:67. Er verbessert. Thomas, der Spinner, noch in einem Führung gestartet wird in der gleichen Klasse. Aber privat, mit dem Rennen. 20, zweiter Rang hier zu diesem Zeitpunkt. Toller Lauf, Bea. Herzlichen Glückwunsch dazu. 1:20.
Sechszylindermotor zu einem 4-Zylinder-Triebwerk und erst ab, das ist wieder nochmal ein Schritt nach vorne gewesen. Also 1,78. Diese sensationelle Platzierung mit dem nur 2 LPS-Starten als der RX-7 im Rahmen dieser Klasse zu halten. Der Platz 15 für den Mann am Bleicher. Wir starten mit der Klasse 1,77. Version und Trophäe, das bedeutet eben diese Rennversion, eingesetzt worden ist. Dann Veronika Chica aus Wolfenstein. 86 richtet sich hier ein und die 86, das ist Karel Stilling. Ja, und sein Bruder, sein Sohn, beide sammeln sie Autos. So, Klassenwechsel. Wir beginnen mit der Gruppe H bis 1150 Kubikzentimeter. Darf euch ganz schnell ein bisschen die Eckdaten dieser Autos geben. Es wird verlangt ein Mindestgewicht von 680 Kilogramm im Radbereich. Ein Baujahr 1968 mit 655 Kilogramm. Der Busfahrer, der seit 2002 im Motorsportgeschehen dabei ist. Und gleich willkommen Steffen Hofmann, der achtfache Gewinner dieser Meisterschaft. Das gibt es wieder von Leipzig. Der größte im Motocross, eine Zylinderköpfe, also so ein bisschen vergleichbar mit der herkömmlichen Motorradtechnik. Danke für die 19.29. Technisches Reglement haben, dass auch bestimmte Entwicklungen, Weiterentwicklungen ausgeschlossen hat. Man hat quasi das eingefroren auf einem bestimmten Stand. Man hat unter anderem verboten, so geschaltete Betriebe mit 5 oder 6 aus Frankfurt, der nebenbei mit einem weiteren NSU-Automobilsalon bestreitet. Im Besitz hat er dieses Auto seit 2006 hier einsetzt. Hofmann, nämlich der Gerhard Hofmann, der Fuhrunternehmer aus Burg-Eblach in Franken. Der Motorsport hat sozusagen Tradition. Die besten Läufe insgesamt werden gewertet, egal von welchen Rennen die eben stammen. Ja, wenn Uwe Schindler hier maximal punkten möchte, hat Karl-Heinz Meurer aus Mülheim mit der zweigeteilten Motorsportkarriere eine Waffe zu 75 Pokal 30-1-16-34 für den Mitsubishi Lancer, den rechtsgesteuerten, mit der Startnummer 35-1-16-34. Vielleicht natürlich um 2,49 Sekunden auf 1-19-35, dann Nikola Völlerich. Ja, und bei der Erwähnung dieses Namens, dieses elektrischen Stand, Dürres, am Hauenstein hat er gleich noch einmal zugeschlagen, da wurde er 15. Und am nächsten geht es um Dieter Reimann und seine Führer, der hier ist 15, Olga Alt im Frontgetriebe, den Frontreservat 336-1-17-61. So, Mittags ist unterwegs, das bedeutet auch wieder eine Startgruppe. Also zwei Startgruppen von drei Start. Janak ist oben, Janak Staff, Janak, die 75 im VW Golf, 1-17-19. Roman Schwan im Hauenstein, gewann er der Klasse, der Wagen, der Top. 299 ist hier die neue Bestmarke, die Richtmarke, die Zeit auch für einen Felix Baumann und hier einen Mike Jelinek. Und ich sage mal, da hat der Mann aus der Tschechischen Republik die Latte sehr, sehr hoch gelegt. Vergleichen wir mal die Startzeiten. Ja, Felix Beiler. Er war nochmal schneller bis zur Antoniusbuche, nochmal 13. Kommt und mit der Startnummer 538. Von Motorsport-Team, aus Meidlingen, im Oberlastag SI 16. Breit kommen wir zur Gruppe N, Gruppe N bis 1600 Kubikzentimeter, die sogenannte Klasse C. An den Wochenenden gemacht hat, nämlich Renntechnik und Motorsport. Hans-Peter Riedmann, der Mann, 1,43. Rang Nummer 3. Armin Ebenhöh steht an der Linie, der Kfz-Meister und Autohausgeschäftsführer aus der Nähe von Regensburg. In seinem Fabio mit dem er große Erfolge schon feiert. Mit den Schneider Audi 50 und dann wechseln wir zu den 1,3 Liter. Wir beginnen hier 25.00.
Ja, und hat sich nochmal verbessern können. Um 0,28 Sekunden. Also, Thomas Stenberg beginnt hier. Tolle, in übrigens hoch erwartete Leistung. Roman Giotto ist im Ziel 1,23,14, verbessert sich um 2,2 Sekunden. 1,23,14. Und ganz viele Einsätze in Italien. Und ist auf der Strecke gegangen, der Mann aus Brünn, dem Porsche 911 SC. Und dann der Auftritt von Sebastian Schmidt, der hier in Lickhausen schon Tourenwagen Gesamtsieger gewesen ist. 1,35. Der Mazda MX-5 aus der GT-Klasse von Giuseppe Agnello. Also in Italien. 89 für ihn, damit ist er Zweiter in diesem Augenblick. Also, der hat abzulesen gibt dann Thomas Stoll und seinem Werkzeitnahmeteam, dass er mehrere Messspuren an sich notieren wir für ihn 1,13,03 mit 86 Florian Paul. Und dann kommt der nächste Straße, das ist ja schon mal die Jan-Rhein-Straße.